Da noch frei. Sie Pflegel, warum setzen Sie sich nicht woanders hin? Es gibt doch genug Plätze hier. Jetzt kann man schon nicht mehr Straßenbahn fahren, ohne belästigt zu werden. Wer von unseren Steuern profitiert, könnte sich wenigstens anständig benehmen. Als ob man sich nicht an unsere Sitten anpassen könnte. Onun acayip baba kümesi var lan. Ha, öbürünün acayip güzel gözleri var. Saçları da güzel değil mi lan? Warum kommt ihr überhaupt alle hierher? Hat euch denn jemand eingeladen? Wir haben es alleine geschafft. Wir brauchen keine Hottentotten, die uns nur auf der Tasche herumliegen. Jetzt, wo wir selber so viele Arbeitslose haben, dann arbeiten die alle noch schwarz. Als ob das jemand kontrollieren könnte, wovon denen einer aussieht wie der andere. Man müsste wenigstens verlangen können, dass sie ihre Namen ändern, bevor sie zu uns kommen. Sonst hat man ja gar keinen Anhaltspunkt. Im Übrigen riechen sie penetrant. Aber das kann man ja schließlich nicht verbieten. Thank you.
Als ob nicht die Italiener und Türken schon genug wären. Jetzt kommt auch noch halb Afrika. Ne diyor lan bu karı? Ağzını siktin orospusuna bak lan. Ne dediğini bilmiyor ya. Das wäre früher nicht passiert, dass alle rein dürfen zu uns. Mein Hans sagte immer, lassen wir einen rein, dann kommen sie alle. Die ganze Sippschaft. Die vermehren sich ja wie die Kanikel da unten. Alle quer durcheinander. Wunder, dass die da alle AIDS haben. Die kriegen wir nie wieder los. Wenn das jetzt so weitergeht, bei uns gibt's bald nur noch Türken, Polen und Neger hier. Man weiß ja schon bald nicht mehr, in welchem Land man lebt. Fahrscheinkontrolle, Ihre Fahrscheine bitte. Okay. Na klar, Scheißtag. Danke. 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 Ich traue mich ja schon nicht mehr auf die Straße, wenn es dunkel wird. Man liest ja so viel in der Zeitung. Naja. Wir haben uns jedenfalls einen Hund angeschafft, als man dem Türken die Wohnung unter uns gegeben hat. Man kann ja nie wissen. Sozialfall. Von wegen. Die wollen alle nicht arbeiten. Mama, guck mal. Fahrscheinkontrolle, Ihren Fahrschein bitte. Der Neger hier hat ihn eben aufgefressen. Mhm. Danke. So eine blöde Ausrede habe ich auch noch nicht gehört. Tja, wenn Sie keinen Fahrschein haben, muss ich Sie bitten, mit mir mitzukommen. Fahrscheine, wenn ich Ihnen das sage. Hören Sie, ich hatte eben noch. Glauben Sie mir doch, ich bin noch nie ohne Fahrschein. Die haben es doch alle gesehen. Ich verstehe das nicht. Ja, ja. Sie haben es gesehen.